Lanxess Inorganic Pigments. Einer der bedeutendsten Hersteller von anorganischen Eisenoxid- und Chromoxidpigmenten. Seit 1926 werden sie im Werk in Krefeld-Uerdingen produziert. Mit einer Jahresproduktion von über 280.000 Tonnen steht hier die weltweit größte und modernste Anlage dieser Art. Ausgangsmaterialien für die ökologisch und gesundheitlich unbedenklichen Eisenoxide sind Gusseisenspäne, Stanzreste und Eisensulfate aus der metallverarbeitenden Industrie und Titandioxidproduktion. Wertvolle Rohstoffe, die Lanxess weiter veredelt und so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. Durch innovative Produktionsprozesse werden am Standort Krefeld-Uerdingen die Pigmente im Laux-, Pennyman- und Fell-Verfahren besonders umweltschonend hergestellt. Lanxess erfüllt damit höchste Umweltanforderungen. Und das nicht nur in Krefeld, sondern auch an allen anderen Standorten weltweit. Hierzu zählt unter anderem auch die aufwendige Wiederverwendung und Reinigung der eigenen Prozesswässer. Im ersten Produktionsschritt, der Synthese, findet eine kontrollierte Reaktion der Ausgangsstoffe zum gewünschten Eisenoxid statt. Man erhält eine Suspension, Schlamm genannt, die Wasser, Eisenoxidpigmente und Salze enthält. Nach dem Eindicken werden die Salze aus der Suspension gewaschen. Diese salzfreie Pigmentsuspension wird anschließend in Vorratsbehältern zwischengelagert. Die Farben Schwarz und Gelb entstehen direkt durch schonende Trocknung des Pigmentschlammes, wie hier in einem Sprühtrockner. Ziel des Verfahrens sind feine, staubarme Agglomerate, die aufgrund ihrer Beschaffenheit für den Kunden leicht einsetzbar sind. Rotes Eisenoxid wird durch oxidierende Glühung von Schwarzpigmenten bei ca. 800 Grad Celsius hergestellt, in 27 Meter langen Drehrohröfen. Um die nötige Feinheit der Partikel zu erzielen, ist bei der Pigmentsynthese spezielles Know-how gefragt. Als Technologieführer verfügt Lanxess über diese Kompetenz und kann durch optimale Prozesssteuerung eine hervorragende Farbstärke und Farbgebung gezielt einstellen. Und das über die gesamte Produktpalette. Aktuell verlassen etwa 1000 Tonnen oder umgerechnet ca. 50 Lkw pro Tag das Werk in Uerdingen. Das ist nur mit vollautomatischer Konfektionierung und Lagerverwaltung zu bewältigen. Das mehrstöckige automatische Blocklager ist computergesteuert. Diese hochmoderne Lagerlogistik gewährleistet optimale Kapazitätsauslastung und schnellsten Zugriff auf die gesamte Produktpalette. Lanxess investiert in Wachstum, um den Kunden auch in Zukunft ein langfristiger und verlässlicher Partner zu sein.